Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Gemeinde Rade in Rade, Krümi. Wir wollten ja Preston fahren. Wir gucken, ob der IRC das zieht. Wäre schon schön, ne? Weil den haben wir gerade so frei, der muss gerade nicht so was machen. Wenn ich jetzt meine Presse wiederfinde, ne, dann bin ich auch der Held. Ich weiß gar nicht, wo ich die hingestellt habe. Da, nehmen wir diese lange, ne? Hätte ja Vorteile. So. Die Scheibe ist nicht zu. Ja, okay. So, ich muss erst nach vorne, ne? Sonst komme ich da wieder nicht dran. So, das läuft. Monitor brauchen wir. Wir nehmen den, ne? Der geht erstmal. Da sehen wir ja alles. So, Abflug. Wenn er so von der Zappelwelle zieht, haben wir Glück, ne? Das könnte das einzigste Problem sein, dass er die von der Zapfwellenleistung nicht zieht. Aber müsste er nochmal schaffen. Wenn wir den an der Fläche ankommen, dann klappt das ja. Du willst mir jetzt sagen, du bist fertig, oder was? Okay. Ja, ja, schön für dich. Wir haben jetzt gerade keine Zeit. Wir müssen sehen, dass wir an der Fläche ankommen. Dass wir mal was gepresst kriegen. Wenn den Gang hochschaltet, fährt er auch schneller, ne? Muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Kriegen wir hin. Leider nein, ne? Oh, wir haben da hinten angefangen, ne? Kannst du schon mal anmachen? Ach, jetzt aufklappen. Könnte interessant werden. Wäre ich hoch wieder mal Lässe kriegen. Vor allem, wenn da was drin ist. Wieder richtig mal Lässe kriegen. Aber da mal anfangen, ne? Mach mal an den Hubel. Oh, 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 oh. Kriegt ja richtig Schmerzen. Oh, 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 oh. Wenn das schafft. Puh. Los. Geht hier gar nicht viel. Guck mal. Nee, kannst du auch knicken. Zieh den nicht.
Kann er nicht von der Zapfenleistung. Ja, Planänderung. Bringen wir den wieder zum Hof. Wenn nicht zieht, dann zieht nicht, ne? Komm, wir vorne hin. Wenn nicht geht, geht nicht. Shit, der Doktor. Kannst du nichts dran machen. Ich hab's mir zwar schon gedacht gehabt, aber man kann es ja mal ausprobieren, ne? Wir könnten auch noch ein bisschen was mit dem Ladewagen einfahren zum Glück, ne? Weil, dann können wir das direkt in den Stroh-Dings da fahren. Oh, er will abfahren. Ding eben. Machen das hier im Fix fertig? Und dann können wir eben den Optum nehmen zum Pressen. Das ist ja kein Beinbruch. Sterben tun wir nicht da dran. Ist wahrscheinlich auch die bessere Alternative, weil es einfach schneller geht, ne? Dann kann der hinterher grubbern oder fliegen, ne, wenn wir das Stroh vom Feld haben. Ja doch, passt. Das passt ganz gut. Mach mal hat er aus. Brauchen wir nicht. Kein anderer Monitor. Den kann man zur Not nehmen, ne? Ist jetzt kein Optum-Monitor, aber den habe ich auch, glaube ich, noch gar nicht gefunden. Ehrlich gesagt, ich habe auch noch gar nicht nachgeguckt bei Weddings, ob es dann Optum-Monitor gibt oder nicht. Bin ja ganz ehrlich. Das ist dann auch Geschichte. Hier könnten wir dann, ich weiß nicht, ob wir hier Steine sammeln müssen. Müssen wir mal gucken. Aber das sieht aus, als wenn hier gar keine Steine drauf wären. Dann machen wir das erst noch Flügen. Obwohl, hier brauchen wir ja nicht Flügen. Ne? Hier können wir direkt wieder drinnen. Ich glaube, hier machen wir Ölrettich hin. Oder, ne, Gras. Ne, Gras, ne, das wird zu viel Gras. Oder? Weil hier kommt im Frühjahr der Mais drauf, dann haben wir nicht so weite Wege beim Häckseln, ne? Beim Maishäckseln. Das passt ganz gut. Zumindest passt mir das ganz gut. So, das haben wir. So, jetzt ist mit dem Tablet heute los. Stellen wir den eben beiseite. Steht das nicht im Weg rum? Oh, ist aufgeräumt, ne? Muss ja nicht immer alles draußen stehen. Bei mir steht viel zu viel immer draußen. Muss auch noch düngen, ne? Ich war am Überlegen, mir noch so einen kleinen Pflegeschlepper zu holen. Weißt du, mit Zwillingsreifen und so. Hätte ich ja noch richtig Bock drauf. Ich glaube, das werden wir auch noch machen. Shit, das up. Sparen müssen wir eh. Aber so ein kleiner Pflegeschlepper hätte noch was, ne? So, Abflug zur Fläche. Wir müssen eben da mal weiter pressen.
Müssen ja auch noch düngen, ne? Mann, Mann. Ach, er wartet, weil ich hier lang fahre. Er kommt. Fahr weiter! Man sieht sich! Schön Hackengas geben, ne? Immer hart an Gas mit mir, C. Dann läuft der Laden. Ja, wir fahren eben über die Fläche, ne? Weil der da gerade lang fahren wollte. Stehen wir denen nicht so im Weg. So, guck mal, guck mal, guck mal. Muss ich mir echt noch so ein Ding runterladen? Da muss ich mal suchen, ob ich sowas noch finde. So, jetzt, wenn wir in die richtige Richtung fahren, dann kommen wir auch vorwärts. Schickram, ne? Jetzt aber hier mal pressen, ne? Da seht ihr die Bälle, ne? Tanken müssen wir bald. Wir haben nur noch 39% Kraftstoff. Schikram. Da wird Tito. Müssen wir echt nur einen Schwung Kraftstoff reinschmeißen. In die Öptüm. Nützt ja nix, ne? Aber sonst haben wir ja schon mal ein bisschen was geschafft. Ne, nicht das meiste, aber ein bisschen was haben wir ja schon mal geschafft hier auf der Rade, ne? Wenn wir dann nicht hier noch das ganze Stroh von den Flächen runter haben, dann sind wir echt gut. Weil das wird nur ordentlich was geben. Aber das war ja auch Sinn und Zweck der Übung. Für Strohheizkraftwerk, das wird das ordentlich vollballern. Und was sonst noch so über ist, das tun wir halt verkaufen. Tun so einen kleinen schmalen Toller nebenher regenerieren. Ja, viel bleibt da nicht übel. Wenn du Spritkosten und alles abrechnest, aber egal. Geht auch mal so, ne? Würde ich sagen. Also warte mal, wir schicken mal eben den Puma wieder los. Dann kann der nämlich wieder zu Feld 4 fahren. So muss ich lenken. Oder auch nicht. Alter, nein, da haben wir heute keine Zeit für. Sehen, dass da hinten was in dieses Löchskin da reinkommt, ne? Jetzt wird er wieder nicht leer, das kann es doch nicht sein. So, Kollege, wenn ich jetzt hier ein Fenster hätte, könntest du direkt losfahren, ne? Mach das mal. Und weiter geht's. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!